Pater Stefan, meine liebe Kinder, Eltern, meine liebe Familie. Hans wird im Kloster der Stille aufgenommen. Und der Rat erklärt ihm: Du heißt nun Bruder Johannes. Und in diesem Kloster herrscht ein Schweigegelübde. Du bist willkommen, solange du magst. Aber du darfst ein Jahr kein Wort sprechen. Bruder Johannes wird in dem Kloster ein ganzes Jahr lang. Dann ruft ihn der Rat zu sich und sagt: Bruder Johannes, du bist nun ein Jahr hier und nun darfst du Zeugwörter sprechen. Bruder Johannes sagt: Hartes Bett. Es tut mir leid, das zu hören, entgegnet der Rat. Wir werden dir ein besseres Bett besorgen. Nun schweige wieder ein Jahr. Im nächsten Jahr wird Bruder Johannes zum Abt gerufen. Bruder Johannes, du darfst nun zwei weitere Worte sprechen. Bruder Johannes sagt: Kaltes Essen. Der Abt versichert ihm, dass man das Essen in der Zukunft verbessern wolle. Am dritten Jahrestag im Kloster ruft der Abt Bruder Johannes wieder in sein Zimmer. Zwei Worte darfst du heute sagen. Ich gehe. Entgegnet Bruder Johannes: Das ist wohl das Beste. Sag daraufhin der Rat: Seit du hier bist, hast du nur gemeckert. Zusammenhang möchte ich gerne sagen: Ich bin dankbar, dass ich ein weiches Bett bekomme. Ich bin dankbar, weil ich immer ein warmes Essen vom Kindergarten bekommen habe. Ich bin dankbar, dass ich nicht gemeckert habe. Pater Stefan kenne ich schon lange. Als ich in Kanzian war, habe ich schon erzählt, es war für mich eine bereichernde Erlebnis, als ein Priester, ein Vertreter zu sein in meinem ganzen Leben. Erste Mal bin ich Vertreter hier in Holzminden. Wenn ich Papst werde, werde ich euch und werde ich auch sagen, dass ich einmal hier so etwas. Es sind viele Leute, dass sie, wie soll ich sagen, danken sollen, muss und möchte. Viele. Ich kenne alle Leute, diese Namen, es ist, wenn es um Namen geht, ich bin am Ball. Das bedeutet, alle haben schöne, lange Namen und sowas wie ich, Taiku Kadir, dass sie ja nichts sagen kann. Aber trotzdem fange ich an mit einem kleineren Namen und sowas. Danke, dass ihr hat mich geliebt. Ihr habt in eure Herzen aufgeschlossen. Wenn ich Sie diese Sache sehe, es war eine große Veränderung für mich, von Reis nach Kartoffeln.